Die Pressekonferenz, die gesponsert wird, Raiffeisen Bank. Leiblachtal, nochmal recht herzlichen Dank. Ich bedanke mich beim Erich Ender, dass er sich Zeit genommen hat für die Pressekonferenz. Aydinak Dennis und der dreifache Torschütze heute Stefan Makani. Ja, Erich, erstens einmal zum Spiel. Das Spiel hat ja super angefangen, beide Mannschaften druckvoll angefangen, nur hin und her gegangen. Dann ist eins noch gefallen, dann ist eins eins gefallen. Zweite Halbzeit, ja, was soll man dazu sagen? Da frage ich dich, was ist denn da passiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Locher in der ersten Hälfte klar bestimmend gewesen, da machen wir gerne diskutieren. Das war nur Glück für uns, dass wir mit 1-1 in Pause gekommen sind. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum heutigen Spiel. Deine Mannschaft ist phänomenal gestartet. 3 Spiele, 3 Siege, Torverhältnis 9-0. Letzte Woche daheim gegen Göfis 2-4 verloren. Heute wieder 4-1 verloren. Ist jetzt ein Knick drin in der Mannschaft. Was ist passiert, dass jetzt in 2 Spielen 8 Tore kassiert haben, davor 3 Spiele und kein einziges Tor passiert, kassiert haben? Wir sind gegen Göfis noch 4 Minuten 0-2 hinter gewesen. Wir haben gemeint, es geht locker wie die ersten 3 Spiele. Dem ist nicht so. Aber heute ist 1-4, das möchte ich nicht so als Klatsche bewerten, weil da sind andere Umstände, haben da mitgespielt und darum, da möchte die Mannschaft jetzt in Schutz nehmen. Die können da nichts dafür, ist eine super Truppe, sie trainieren alles nicht mehr da. Und wie gesagt, man muss nochmal zurückgehen, das ist Amateurfußball. Und da sollten sich manche Funktionäre das auch mal zu Herzen nehmen, dass wir da einfach im Amateurfußball sind und nicht mehr von dem lernen. Ja, da muss ich dir recht geben, was das anbelangt. Fürs erste Mal danke. Ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner Mannschaft nächste Woche daheim gegen Ludesch alles Gute und hoffentlich spielen wir wieder zu null, so wie wir am Anfang gestartet sind mit den ersten 3 Spielen. Dankeschön fürs erste Mal, Erich. Danke dir nochmal. So, einen Glückwunsch zum heutigen Spiel. Zweites Heimspiel, zweiter Heimsieg, wieder 4 Tore geschossen. Was ist da passiert, dass die Mannschaft jetzt so super gespielt hat? Ja, wie mein Trainerkollege gesehen hat, es ist in der Landesliga, ich denke, in der Vorarlbergliga und so, auch nicht anders. Du musst jedes Match hineingehen und musst wirklich alles abrufen, über die Tugenden, Zweikämpfe und so weiter, muss man in die Partie hineinkommen. Das haben wir vielleicht in der ersten Partie nicht so gemacht, dass wir mehr gemeint haben, wir können alles spielerisch lösen. Jetzt muss ich sagen, seit dem Witzau-Spiel, finde ich, hat die Mannschaft das unheimlich gut verstanden, sie selber, hat das unheimlich gut umgesetzt und dann kommen so Sachen dazu, dass man auch in Unterzahl wie letzte Woche gewinnt und auch klar gewinnt. Wenn wir das Spiel jetzt von Anfang an analysieren, die erste Halbzeit, die ich vorhin schon erwähnt habe, war ja sehr intensiv, sehr viele Torchancen, vielleicht mehr jetzt von deiner Mannschaft als von Breder ist, aber es war permanentes Hin und Her, es war eine sehr nervenaufreibende erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ist vor mir der Knopf aufgegangen. Was war der Grund, dass die Mannschaft vor mir auftritt hat? Ist das die gelb-rote Karte gewesen oder war das einfach eine Ansprache von dir in der Pause in der Kabine? Ich muss dazu ehrlich sagen, dass die Spieler unheimlich selbstkritisch sind. Sie wissen ganz genau selber, was nicht gut gelaufen ist. Da gibt es das nicht immer von mir, was sie wie ein Arzt zum Sprechen. Sie lernen das selber, wir besprechen das in der Kabine kurz und schauen, wie wir weiterspielen. Ich bin der Meinung, dass auch in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, auch eine sehr gute Chance von Bredris da war. Der Adem war immer gefährlich. Also wir hatten am Schluss, je länger der Spielgang ist, immer besser in den Griff gekriegt, aber wir haben am Anfang schon auch so Situationen gehabt, wo uns entwischt ist. Und da haben wir vielleicht auch das nötige Glück gehabt. Ich denke an den Schuss, da, wo am langen Eck vorbeigeht, dass wir im Spiel bleiben. So, nächste Woche geht es auswärts wieder weiter. In 14 Tagen haben wir unser nächstes Heimspiel. Und da ist natürlich unser Gegner, der FC Hörbrands. Wir haben schon jahrelang kein Derby mehr gehabt jetzt da. Wie ist es für dich als Trainer, wenn wir als Lockout-Trainer beim ersten Derby seit Jahren wieder anwesend sind als Trainer bei so einem Derby? Ja, Derby ist natürlich immer was Besonderes, aber ich möchte noch gerne so weit nach vorne schauen, weil wir auf die nächste Woche jetzt schauen. Wir haben nächste Woche wieder ein harter Fight vor uns gegen eine Landesliga-Mannschaft, wo auch um die Punkte biest und da müssen wir zuerst einmal das wieder abrufen und dann können wir den schauen, wie es da muss schauen. Dann wünsche ich natürlich dir und deiner Mannschaft nächste Woche alles Gute. Fürs erste Mal danke Aydin. So, jetzt darf ich mal der Stefan zu mir bitten. Liebe Fußballfreunde, der dreifache Torschütze heute, Stefan Makani. Stefan, ja, was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte. Heute hast du wieder 3 Knöpfe gemacht. Wegen dir verliere ich langsam meine Stimme.
kurz und bündig, was siehst du zum heutigen Spiel? Bist du zufrieden mit deiner Leistung, mit deinen drei Toren, die du gemacht hast? Ja, zum Spiel, wie gesagt, die zwei Trainer nicht schon das meiste gesehen. Das waren viele strittige schiedsrichtliche Situationen. Zwei Elfer, wo meiner Meinung nach beide, ja, keine Ahnung, nicht wirklich. Ja, genau. Ja, zu meinen Toren. Ich habe mit dem Fabi Fink natürlich hinter mir einen, wo man jedes Mal perfekt in Szene setzen kann und ich eigentlich nicht oft Schwierigkeiten habe, zu einem Wahl drüber drücken. Trotzdem könnten es immer ein oder zwei Tore mehr sein pro Spiel. Aber solange es dann schlussendlich drei sind, bin ich zufrieden. Und ja, ich hoffe, der Trainer auch. Und solange wir den gewinnen, passt es eigentlich, ja. Stefan, ich kann dir wirklich alles Gute wünschen. Mach weiter so, ey. Das ist wunderschön, die zum Senden, wenn du Tore machst. Du machst uns allen eine Freude und mir auch. Und mit 42 werde ich nochmal einen Stimmbruch erleiden wegen dir. Aber egal, kann man jetzt in den Krankenstand gehen. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft für nächste Woche alles Gute. Feiern heute Abend noch gehörig den Geburtstag von Fabian, der hat das verdient. Dankeschön nochmal euch allen. Danke Erich, danke Aydin, danke Stefan. Ich wünsche euch allen nochmal einen schönen Samstagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann den 14. Tag beim allerersten Derby, ich glaube seit über 10 Jahren gegen den FC Hörbrands. Bis dahin, machen's gut, alles Gute, schönes Wochenende.